Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder ein Video und zwar, also nicht nur ein Video, und zwar mache ich heute ein Video zu der Friends Collection und zwar die Volume 2 von Makeup Revolution. Ich weiß, ich bin spät dran. Und zwar, ich wollte schon viel früher filmen, aber das Paket hat ein paar Schwierigkeiten gehabt, zu mir sozusagen gelangen. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich filme jetzt trotzdem eine Review. Wenn es sich interessiert, freut mich das natürlich. Wenn nicht, dann freut es mich nicht. Aber ja, also ich würde sagen, ich werde jetzt nicht die ganze. Ich habe alles bestellt. Also ich habe das ganze Sortiment bestellt, alles, was in der Collection gibt. Das wollte ich auch vorab gleich sagen. Falls es irgendwas gibt, was euch aus dieser Kollektion noch interessiert, außer den zwei Sachen, die ich heute vorstelle, schreibt mir das in den Kommentaren. Ich kann das sicher irgendwie in ein Video mal packen oder sonstiges, dass ich das auf jeden Fall euch noch eine Review dazu abgeben kann. Aber heute, ich wollte auf jeden Fall ein Video dazu machen, weil, wie gesagt, ich habe die ganze Collection bestellt. Da wollte ich auf jeden Fall die Sachen sozusagen reviewen. Und genau, wie ihr sehen könnt, ich habe keinen Bronzer um, deshalb bin ich so blass. Das heißt, ich mache jetzt, und zwar habe ich eine Face-Palette. Und zwar ist ja in der, ist so eine Face-Palette dabei. Ich würde sagen, ich hole die gleich her. Was ich übrigens um habe, ist jetzt also Foundation, Augenbrauen, Puder natürlich und Lippen habe ich auch schon gemacht, weil ich habe mir gedacht, machen wir die jetzt schon, ist doch egal. So, erst einmal möchte ich euch das Riesentrum vorstellen und zwar ist das die Face-Palette. Es gibt zwei Face-Paletten und zwar einmal eben das Light und dann Dark. Also ich glaube, dass das so war. Das ist ein Riesentrum, kommt aber so richtig süß verpackt. Packaging-mäßig, vielleicht ein bisschen verschwenderisch, vor allem in Plastik. Das umweltfreundlichste ist es jetzt vielleicht nicht, aber ich zeige euch mal, wie es innen ausschaut. Und so sieht dann die Face-Palette aus. Irgendwie, ich finde das ja richtig, richtig cool eigentlich, dass das eben so ein Cup ist, den man dann so halten kann. Also so sieht dann eben das Packaging aus, ist eben so ein Kaffee-Cup und da eben. Also ich finde, sie haben es richtig schön gemacht. Also viele haben die Friends Collection von Makeup Revolution sehr kritisiert. Aber ich finde es an und für sich sehr, sehr schön gemacht. Also ja, also vom Aussehen finde ich es eigentlich recht cool. Und so sieht es jetzt dann eben von innen aus. Das heißt, wir haben die Bronzertöne, wir haben anscheinend auch ein paar Pudertöne und Highlighter. Ich werde das natürlich swatchen. Ich überlege mir nur gerade, ob ich die Swatches erst mache oder es gleich auftrage. Ich glaube, ich trage mir erst den Bronzer auf. Und zwar werde ich den hellsten Bronzer nehmen. Und zwar ist es der hier ganz auf der Seite. Und zwar heißt der Chai. Weil ich weiß eben nicht, wie pigmentiert die sind. Das heißt, ich muss erst einmal sozusagen mich rantasten. Sonst könnte ich eigentlich auch. Ja, aber ich nehme jetzt trotzdem Chai. Also testen wir mal Chai. Okay, also Pigment ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, ihr könnt euch auch was sehen. Farbe finde ich passt auch. Ist eben ein matter Bronzer. So, jetzt ist der Bronzer aufgetragen. Ich muss dazu sagen, ich finde ihn gut. Ist es jetzt mein Favorite Bronzer? Nein. Also er ist halt sehr matt und dadurch auch halt auch so ein bisschen trocken. Hat die Tendenz dazu halt fleckig zu werden, ist jetzt aber nicht fleckig oder so. Aber mein Favorite Bronzer ist es nicht. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Also ich finde, das ist schon okay, ja. Aber ich bin so ein bisschen gespannt mit den dunkleren Tönen, ob die müssen noch, also die müssen viel zu dunkel sein, wenn der gerade so bei mir ausschaut. Aber gut, dann kann man ihn ja als Lidschatten benutzen. Pigmentierung fand ich auch gut, also es war auch gut pigmentiert und so. Also das muss ich dazu sagen, fand ich echt nicht schlecht. Jetzt werde ich noch schnell einen Blush auftragen. So, Blush ist oben, jetzt mache ich weiter mit Highlighter. Und da werde ich, glaube ich, den Black Coffee nehmen. Und zwar ist das der hier, das heißt, ich nehme jetzt diesen hellen und trage den jetzt auf. Obwohl, ich glaube, ich werde den mischen. Also ich werde mit dem hellen und mit dem mittleren werde ich reingehen. Das heißt, das mische ich jetzt. Sieht man was? Ich glaube schon. Oh, ist aber schön. Ist irgendwie so ein nasser Effekt, oder? So sieht der Highlighter jetzt aufgetragen aus. Ich finde ihn schön. Ich finde den auch nett. Also ich muss dazu sagen,
Also ich finde den schön. Und auch die Mischung von den beiden Tönen, finde ich, ist jetzt auch nicht zu dunkel geworden. Also passt perfekt eigentlich. Ja, ist cool. Jetzt habe ich mir das Setting Spray aufgetragen. Ich würde sagen, ich swatche jetzt die Palette auch noch. Ich werde jetzt beginnen mit der untersten Reihe. Und zwar beginne ich mit dem Bronzern. Ich mache nämlich Handswatches. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und hier haben wir mal den ersten Ton und zwar ist das Chai. Dann haben wir hier, oh, die sind pigmentiert. Also für das, dass es Bronzer sind, finde ich, ist das schon ziemlich pigmentiert. Das ist jetzt Iced. Und der letzte ist Dubio. Dubio. So sehen die aus. Also sind echt pigmentiert. Dafür, dass das Bronzer sein sollen, bin ich jetzt ein bisschen so. Es ist sehr pigmentiert. Da mache ich weiter und zwar mache ich mit der Reihe weiter. Das heißt, ich gehe wieder von hier nach hier. Und der erste Ton ist Latte. Okay, also das wird man jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Das ist für mich so ein Bass-Ton. Und der nächste ist Cappuccino. Erkennt man jetzt leider auch nicht. Und der letzte ist Macchiato. Ich bin keine Kaffeetrinkerin, das heißt. I'm sorry, aber ich werde jetzt bei allen Tönen nochmal eine zweite Schicht. Ich hoffe, man sieht es dann ein bisschen besser. Aber an und für sich sind die auch nicht schlecht pigmentiert. Fühlen sich sehr, sehr weich an, was ich sehr, sehr nett finde. Also man erkennt es leider nicht so gut. Also das sind die zwei hellen Töne und da ist der Mikado, sag ich schon. Ja, Mikado, oder? Nein, Michato? Oh, dieser Kaffee halt. Michato, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall auch coole Pudertöne. Als Puder so kann ich sie nicht benutzen, weil da sind sie mir noch zu dunkel. Aber auf jeden Fall für Lidschatten als Base kann ich sie auf jeden Fall benutzen. Da mache ich weiter mit den Highlightern und da gehe ich wieder von hell nach dunkel. Das heißt, ich beginne mit Black Coffee. So, aber das erkennt man schön, sieht schön aus. Dann haben wir Flat White. Da ist es so ein Gold. Aber da sieht man eben, dass die beide noch ziemlich icy sind. Deshalb haben die für mich zum Glück funktioniert. Und dann haben wir Espresso. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Fake Italienisch mache, aber Espresso. Und der ist so. Also Espresso ist. Also ich verstehe nicht, wer. Also wer kann diesen Highlighter-Ton als Highlighter benutzen? Und den auch noch. Also den Hautton möchte ich kennenlernen. Also, aber es ist halt oft so, dass einfach in so Face-Paletten, das sind einfach Töne drin, die du dann einfach nicht benutzen kannst. Das heißt, für ein Medium, obwohl das ist sogar Dark. Also, keine Ahnung, was dieser Espresso-Ton da eigentlich drin macht. Also, wenn es Light ist, dann mach's Light und wenn es Dark ist, mach's Dark. Also, weil für Dark sind die Pudertöne dann auch, finde ich, zu hell. Aber auf jeden Fall im Großen und Ganzen finde ich die Palette echt, echt gut. Ich finde das Packaging halt einfach cool. Ist es natürlich ein praktisches Packaging? Nein. Wirst du das jemals auf Reisen mitnehmen? Nein. Ich meine, das ist größer wie mein Kopf und da sind für mich vier Töne drin, die ich benutzen kann. Also, nein, natürlich nicht. Aber ist es ein cooles Gimmick? Kannst du das einfach irgendwo im irgend so einer Schrank, nicht Schrank, aber in so einem, irgendwo werde ich es hinstellen, als Ausstellungsstück benutzen, weil so finde ich es dann wieder echt, echt cool. Ja, es ist halt ein Gimmick, es funktioniert, es sind keine schlechten Produkte oder so, aber es ist natürlich mehr ein Gimmick, wie jetzt wirklich ein praktisches Produkt, dass man sagen wird, oh, das werde ich jetzt jeden Tag benutzen, das wird mein Go-To. Eher nicht. So, dann machen wir weiter mit den Lidschattenpaletten. Ich werde das jetzt irgendwo hier alles einblenden. Und zwar, es gibt drei verschiedene Lidschattenpaletten. Ich habe natürlich, wie gesagt, alle bestellt. Ich habe jetzt mich so ein bisschen umgeschaut und habe mir gedacht, okay, welche Paletten werden am meisten reviewed? Worüber gibt es schon so urviele Reviews? Und dann habe ich gesehen, dass es ganz, ganz wenige Reviews eben zur Taxi-Palette gibt. Das heißt, dann mache ich eine Review jetzt Taxi-Palette. Wie gesagt, wenn euch die anderen Paletten auch noch interessieren sollten, dann einfach nur in den Kommentaren reinschreiben oder mir auf Instagram DMen, wie ihr möchtet. Aber auf jeden Fall, ich mache jetzt die Taxi-Palette. So sieht da wieder das Packaging aus. Also die sind alle in so einem Packaging, aufwendigen Packaging eben verpackt. Und ja, aber ich würde sagen, wir machen es jetzt auf.
Und so sieht die Taxipalette aus. Auch richtig cool. Also ist so ein richtiges Pack, also ist so ein richtiges Taxi. Und zwar ist es auch so geraced, das heißt, das ist so eine Erhöhung hier auch, wo das Taxi ist. Bisschen so erinnert mich das, wie man als Kind war, gab es immer so Stickers, die haben sich genauso angefühlt, bitte, ja. Ich würde sagen, ich mache es jetzt auf und schaue, wie es drinnen aussieht. Also ich bin jetzt sehr, sehr positiv überrascht. So sieht die Palette aus. Die Farbzusammenstellung finde ich ist jetzt mehr so grungy neutral. Aber was mich so positiv überrascht hat, ich dachte eher, dass das so kleine Pfännchen sind. Weil manchmal hat Make-up Revolution so Mini-Pfännchen. Und ich mag das nicht. Ich mag keine kleinen Pfännchen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, sieht das so nach Kinder-Make-up aus. Also es erinnert mich einfach an Kinder-Make-up. Die sind richtig schön groß. Das sind so normale große Lidschatten. Was das Ganze für mich so ein bisschen mehr erwachsen halt macht. Also nicht so oft kindisch, nicht so gimmickmäßig. Also finde ich, ist cool, dass die so groß sind. Deshalb ist wahrscheinlich die Palette auch so riesengroß. Das ist wieder größer wie mein Kopf. Ja, ich überlege mir jetzt, welchen Look ich damit schminken soll. Also dadurch, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 matte Töne drin haben, bleibt mir jetzt nicht so viel übrig. Ich habe nur die matte Töne und dadurch, dass ich keine Schimmertöne in die Crease gebe, werden wir jetzt eine Neutral Base machen. Und zwar, wie gesagt, das heißt, ich lege los und ich werde noch meine Base kurz setten. Das mache ich schnell mit meinem meinem Essenpuder. Und dann werde ich mit der Farbe College reingehen. So, das heißt, ich gehe jetzt mit College rein und werde jetzt das in die Crease reingeben. Okay, das ist ein sehr, sehr softer Ton. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr soft. Aber zum Aufbauen ist es nicht schlecht. Aber es ist wirklich sehr, sehr soft. So, das ist jetzt genug aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man was erkennen kann. Ich werde jetzt weitergehen und zwar werde ich den Ton. Gut, gehen wir mit denen auch rein und schauen, wie pigmentiert ist. Der ist und zwar ist das 1994. Das heißt, ich gehe da mal rein. Ja, also der hat auf jeden Fall, ist die Farbe etwas dunkler. Das heißt, man sieht hier jetzt, dass was passiert. Genau, also man sieht, es ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Aber man sieht, dass so ein bisschen Pigment oben ist. Also pigmentiert finde ich, sind sie schön. Ja, finde ich bis jetzt gut. Aber ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Ton. Und zwar werde ich hier den Mother Hen, den hier. Den packe ich mir jetzt hier oben so ein bisschen mehr zentriert. Das heißt, den packe ich jetzt nicht ganz hoch, sondern werde es eher mehr so unten und das dann schön hoch verblenden. Das ist wirklich okay. Da ist jetzt nicht die größte Pigmentierung vorhanden, muss ich dazu sagen. Finde aber trotzdem keine schlechte Pigmentierung. Man muss halt dazu sagen, ich habe einen sehr, sehr hellen Hautton, was natürlich alle Lidschatten bei mir viel pigmentierter macht, wie jetzt bei einem dunkleren Hautton. Das muss man natürlich immer in Betracht ziehen. Also, ich finde, sie lassen sich sehr, sehr schön verblenden, aber bis jetzt sind es halt auch keine dunklen Töne, dass ich wirklich kritisch das irgendwie bewerten kann. Also so sieht das jetzt aus, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich werde jetzt mit Sailing eben reingehen. Schauen wir mal, wie pigmentiert der ist. Es wird jetzt immer spannender, desto dunkler natürlich die Töne sind. Ich finde es aber richtig süß, dass da überall auch so Car-Imprints sind. Das macht das so ein bisschen lustig, einfach fun. Es ist ja, Make-up soll ja Spaß machen. Okay. Die Pigmentierung, ich meine, ihr seht einen Unterschied. Aber es ist jetzt nicht die extremste Pigmentierung. Also da habe ich jetzt schon Besseres von Make-up Revolution gesehen. Finde ich schon. Also da gibt es schon bessere. Also ich meine, man kann trotzdem einen wunderschönen Look damit schminken. Also so ist es nicht. Nur du wirst nicht dieses. Es ist nicht dieses Bam. Und du kannst es auch aufbauen. Wenn ich das jetzt aufbaue und so, ich meine, ich kriege die Pigmentierung hin, die ich hinbekommen möchte. Also ihr seht es hier schon, da habe ich schon ein Pigment. Also es ist nicht so, dass man jetzt nicht sieht. Man muss es halt nur mehr aufbauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das nicht. Also dafür, dass die
Make-up Revolution Paletten so viel billiger sind wie High-End und dass ich da jetzt zweimal mehr reingehe, gut. Aber ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, aber wie gesagt, das muss man halt jetzt einfach mehr aufbauen und dann ist das auch wunderschön. So sieht jetzt die Base aus. Ich würde sagen, damit es nicht so langweilig wird, werde ich natürlich keinen Goldschimmer-Bronzeton. Und zwar möchte ich nicht diesen ganz blau, möchte ich jetzt nicht, aber ich möchte den, weil der sieht voll spannend aus. Und zwar heißt der Pizza. Das heißt, den möchte ich unbedingt jetzt aufs Auge platzieren und schauen, wie der aussieht. Okay, also das fühlt sich schon sehr cremig an. Ja, das ist die Formulierung, die ich auch von Make-up Revolution kenne. Es gibt so ein paar unterschiedliche Schimmerformulierungen, aber ich finde die gut. Da muss man natürlich selber entscheiden, ob man sagt, man mag die oder man mag die nicht. Die ist halt mehr so cremig, würde ich dazu sagen. Also es ist nicht wie diese von Huda Beauty, die halt so, also so Glitzerpartikel sind, die du dann einfach dir drauf gibst, sondern das ist mehr so ein cremiger Lidschatten, würde ich, also finde ich. Ja, also man sieht auf jeden Fall, es ist ein cremiger Lidschatten. Und zwar, man sieht sofort diesen Putty-Effekt. Natürlich wäre es da praktischer, wenn man jetzt mit dem Finger reingeht oder wenn man zum Beispiel den Pinsel anfeuchtet. Warum ich nicht den Pinsel anfeuchte, ist einfach, ich möchte sehen, wie die Palette funktioniert unter den Voraussetzungen, die mir gegeben sind. Ja. Und dann kann man sie natürlich immer noch perfektionieren, aber ich meine, solange es so funktioniert, ohne dass ich es jetzt irgendwie extra aufpushen muss, finde ich. Das Einzige, was beim Pinsel halt ist, der Unterschied zwischen Pinsel und Finger, ist, dass ich halt mehr Schichten einfach mit dem Pinsel auftragen muss, was mich persönlich aber jetzt nicht so stört. Also da gehe ich halt dann einfach ein paar Mal drüber rein und dann ist das auch erledigt. Aber auf jeden Fall, so sieht der Schimmerton aus. Ich finde den ja richtig schön. Ich finde es auch irgendwie cool mit dem blauen Ton. Ich finde, da hat sich auch gut auftragen lassen. Ist aber eben so eine cremigere Formulierung, muss man jetzt sagen, ob man das möchte oder nicht. Ich würde jetzt sagen, ich trage jetzt schnell die Mascara auf. Also ich habe jetzt ganz schlimm gekleckert. Das ist jetzt derweil so und ich gebe das vielleicht später weg, wenn ich es nicht wieder vergesse, so wie letztes Mal. Oh Gott. Ich würde sagen, ich mache jetzt mit der unteren Lashline weiter. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich einen Schimmerton auftragen soll. Und ich denke mir, warum nicht? Dadurch, dass wir fast alle matte Töne schon ausprobiert haben, würde ich sagen, gebe ich den Toilet Seat. Und zwar ist es der blaue Ton. Toilet Seat Cover, sorry. Und zwar den hier. Und dann werde ich so ein bisschen vom The Last One, also das matte Schwarz, hier auch noch reinpacken. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht, aber ich beginne jetzt eben mit dem Blauen. Okay, es sieht sehr pigmentiert aus, also da ist ganz viel auf dem Pinsel oben. Ja, also es ist wirklich pigmentiert. Ja, wow. Der Unterschied, das sieht so ein bisschen komisch aus. Es wird nicht so schlecht ausschauen. Hoffen wir. So, jetzt habe ich das Blau da eben aufgetragen. Ich werde jetzt da oben am oberen Wimpernkranz mit dem Schwarz jetzt eben raufgehen. Das mache ich aber wirklich nur ganz leicht und wirklich dezent, weil das Blau ist eh schon so extremst intensiv. Wow. Also es ist jetzt sehr dunkel hier unten. Da ist es eben das Schwarz und das Blau. Ich würde sagen, ich trage hier unten jetzt auch noch Mascara. Bin aber echt zufrieden, wie sich das auftragen hat lassen. Aber es ist natürlich ein sehr smoky Look momentan. Ich glaube, ich werde unten Mascara und Eyeliner auftragen. Einfach weil es dann besser aussieht, wenn das so ein smoky Look einfach ist. So Leute, ich und die Mascara sind offiziell heute keine Freunde. Ich habe unten auch gekleckert. Ich weiß nicht, was heute los ist. Okay. Die Mascara möchte heute nicht mit mir befreundet sein, ist auch gut. Gut, aber sonst finde ich den Look echt cool. Ist sehr smoky geworden. Also ist wirklich fast schon oben ein bisschen zu dezent im Vergleich zu unten. Aber trotzdem cool, finde ich trotzdem richtig cool. Ich würde sagen, ich swatche jetzt auch noch die Palette für euch. Ich werde es so machen, dass ich von oben nach unten beginne. Das heißt, wir beginnen mit der obersten Reihe. Ich mache wieder Handswatches. Ich hoffe, das ist wie gesagt für euch okay. Dann würde ich sagen, lege ich los.
Die erste Farbe ist Nana Stuff. Dann haben wir hier ein Jean. So sieht das aus. Auch richtig cool. Dann machen wir weiter mit 1994. Und zwar ist das, den habe ich auch heute benutzt. Die matten Töne, also es ist genauso wie in der Face-Palette, fühlen sich einfach extremst soft an. Also richtig, richtig nice. Dann haben wir 236. Das ist der, also hier habe ich richtig hohe Erwartungen. Und zwar ist das so ein Gold. Okay. Also so sieht die erste Reihe aus. Ich finde es sehr, sehr schön, oder? Ich bin wie gesagt beim matten Ton mit einer zweiten Schicht noch drüber gegangen. Aber auf jeden Fall finde ich, waren die Schimmertöne schon richtig, richtig cool aus. Ich würde sagen, ich mache weiter mit der zweiten Reihe. Und auch hier werde ich wieder von hier nach hier beginnen. Das heißt, ich würde sagen, ich lege gleich los. Der erste Ton ist College. Okay, den sieht man kaum. Also wie auch am Auge sieht man den jetzt leider hier auch nicht. Okay, meine ganze Hand ist gerade voller Glitzer, sehe ich. Ich glaube, ich muss dann für die nächsten Swatches Hand tauschen. Dann haben wir Mother Hen. Das ist auch wieder der matte Ton, den habe ich auch heute benutzt. Dann haben wir Breakup. Oh, die fühlen sich halt urcool an, diese nassen Schimmertöne. Dann haben wir Multinational Corporation. Und zwar ist es so ein schöner Bronzeton. Richtig, richtig schön. So, jetzt müssen da noch zwei, müssen sich noch ausgehen. Dann haben wir Ensemble Show. So sehen die Swatches aus. Finde trotzdem schön. Also ich meine, also ich bin jetzt nicht unzufrieden. Es sind verschiedene Formulierungen von den Schimmertönen. Also manche sind eben nicht so creamy. Manche, also wie zum Beispiel der 236, der hat mehr so ein Glitzer drinnen. Also, und manche sind eben so putty. Also das ist so ein bisschen, also es ist nicht wirklich, es sind unterschiedliche Formulierungen, was ich cool finde, weil ich meine, wäre auch fad, wenn überall dieselbe Formulierung ist. So, jetzt kommen wir zur dritten Reihe und zwar beginne ich wieder von hier nach hier. Wir beginnen mit My Sandwich. Oh, ist aber schön, so ein richtiges Icy. Dann haben wir My Sandwich. Das ist cool. Das ist eben so ein Silberton, Silber, Kupfer oder was auch immer. Best Friends. So, also hier, das sind jetzt eher mehr diese, schon pigmentiert, aber eben diese trockenen Schimmertöne. Dann haben wir Wedding. Aber trotzdem auch schön. Es sind natürlich sehr viele Basic, aber ich finde die auch cool. Also ich finde sie, für das, dass sie Basic sind, finde ich sie auch wieder ein bisschen cool. Dann haben wir Cable TV. Das ist auch so ein Orange. Also vor allem, wenn ich sie jetzt swatche, finde ich, dass sie eigentlich cooler sind, als wie ich jetzt gedacht hätte. Dann haben wir 2004. Das ist wieder so ein Glitzerton wie der dort oben. Also ein Duochrome, glaube ich. Richtig, richtig cool. Das sind jetzt nur Schimmertöne in der oben in der dritten Reihe gewesen. Aber auch richtig, richtig cool. Und finde ich auch cool, dass das verschiedene unterschiedliche Farben sind. Weil auf dem ersten Blick finde ich, kann die Palette auch sehr, sehr ähnlich aussehen. Und dass man nicht glaubt, dass da eigentlich so viele verschiedene Farben drin sind, wie dann eigentlich doch drinnen sind. Also das finde ich richtig cool. Aber jetzt machen wir weiter mit der letzten Reihe. Und da gehe ich wieder von hier nach hier. Das heißt, der erste Ton, den ich heute eben auch auf dem Lid habe, ist Pizza. Oh, der fühlt sich einfach so geil an. So sieht er auch aus. Richtig, richtig cool. Dann haben wir Toilet Seat Cover. Das ist der, den ich unten habe. Dann haben wir Sailing. Das heißt, das ist der matte Braunton. Ich glaube, da müssen wir, ja, da müssen wir definitiv mit zwei Schichten. Das habe ich aber gesehen. Das ist so einer, den man aufbauen muss. Aber wenn man den aufbaut, wird doch richtig schön. Ich gehe da jetzt sogar mit drei Schichten rein. Einfach, dass wir das so schön aufbauen konnten. Dann haben wir New Car Seat. So sieht der auch. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass der ganz anders swatcht, wenn ich jetzt den nur so im Pfändchen hier gesehen hätte. Dann haben wir als nächstes oder als letztes haben wir The Last One. Sehr passend. Das ist eben das Schwarz. Okay, das swatcht jetzt auch besser. Ich werde jetzt trotzdem mit der zweiten Schicht einfach reingehen.
Ja, und so sehen dann eben die Swatches von der letzten Reihe aus. Auch richtig, richtig, das Blau sieht ja mal richtig, richtig cool aus. Finde ich auch, also ich finde, die Swatches lassen sich auch sehen, oder? Was meint ihr? Also ich find's richtig, richtig gut. So, meine Lieben, jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Meine Meinung zu der Palette ist sehr, sehr positiv. Ich finde sie richtig cool. Ich dachte, die Farbzusammenstellung dachte ich mir eigentlich, okay, ich bestelle jetzt alle, aber eigentlich finde ich, hätte ich die jetzt nicht bestellt. Aber jetzt, wo ich sie hier habe, wo ich die ganzen Swatches gemacht habe, wo ich diesen Look auch gemacht habe, finde ich sie richtig, richtig cool. Und ich finde, sie ist echt spannend für das, was sie eigentlich ist. Also ich finde sie richtig, richtig cool und kann sie euch eigentlich auch nur empfehlen. Also ich finde sie echt cool. Also wenn ihr sagt, das ist was für euch, ihr findet das cool, euch stören keine riesengroßen Paletten, dann finde ich sie eigentlich echt toll, muss ich dazu sagen. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde die Qualität, ich mag die Make-up Revolution Qualität. Das muss natürlich, wie gesagt, jeder für sich entscheiden. Ich liebe die Make-up Revolution Qualität. Ich finde, für mich ist eine Empfehlung. Also ich finde die gut. Ich bin selbst überrascht, vor allem von der Farbzusammenstellung. Also ich dachte mir, dass sie viel mehr boring ist, wie sie jetzt eigentlich ist. Also ich finde, sie ist eigentlich echt, echt cool. Und das Einzige, was ich zu kritisieren habe, sind leider wirklich die matten Töne. Also, dass wir da einfach nur fünf matte Töne drin haben und so viele Schimmertöne, das finde ich jetzt nicht so gut. Es sind 21 Lidschatten und nur fünf matte Töne. Ich benutze halt mehr matte Töne wie Schimmertöne. Deshalb finde ich das ein bisschen schade. Das hätte die Palette für mich in meinem persönlichen Ranking viel höher gesetzt, wenn sie noch mehr matte Töne hätte. Das hätte sie auch viel mehr, finde ich, spannender gemacht. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie gut. Aber wie gesagt, im Ende müsst ihr eh entscheiden. Ich finde sie gut. Ich kann sie euch empfehlen. Ich finde die Qualität auch gut. Ihr habt auch den heutigen Look gesehen. Ich hoffe, euch hat der Look auch gefallen. Ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir. Und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Wollt ihr noch mehr von der Make-up Revolution? Ich habe gehört, es soll auch ein Volume 3 rauskommen. Ich hoffe, dass ich das dann zeitgerecht reviewen kann. Ich möchte es nämlich auch wieder reviewen, weil ich bin jetzt auch sehr, sehr positiv von der Collection überrascht. Das heißt, wenn euch alles interessiert, Kommentare, Instagram, ich bin für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!